Medienkompetenz, ihr lieben Leute, Medienkompetenz, die ist heute wichtiger denn je, denn uns wird tagtäglich so viel Mist erzählt, da muss man schon genau aufpassen und hinterfragen, ob das alles denn wirklich so stimmen kann. Ja, und ihr tut gut daran, wenn ihr das auch gelegentlich bei mir so macht, denn auch ich erzähle gern mal Unsinn, so geschehen leider in der letzten Folge. Der PET 2001 wurde gewiss nicht bis 1986 produziert, nein, 2 Jahre nach seinem Debüt, also im Jahr 1979, war es mit dem 2001 schon wieder vorbei. Mit der von ihm begründeten Rechnerserie war da aber noch lange nicht Schluss. Das war der erste Streich, der zweite folgt sogleich. Ich benannte den MOS-6545-Chip als VDC, als Video Display Chip. Stimmt so nicht, das Ding heißt CRTC, Cathode Ray Tube Controller, zu Deutsch Kathodenstrahlröhrensteuerung. Dieser kommt aber, wie ich diesmal richtig angemerkt hatte, noch nicht im ursprünglichen PET 2001 vor, dort ist der Videoschaltkreis diskret aufgebaut, sondern erst bei seinen Nachfolgern. Der dritte Streich dreht sich um das Basic. Ja, das Basic stammt definitiv von Microsoft, heißt aber nicht Microsoft Basic 1.0, sondern Commodore Basic. Und damit finden wir gleich einen Einstieg in diese zweite Folge zum PET 2001. Das Unternehmen Microsoft fing, man mag es kaum glauben, in den 70er Jahren des vergangenen Jahrhunderts sehr klein an. Das erste verkaufte Produkt war ein Interpreter der Programmiersprache BASIC. Dieses erste MS BASIC erfreute sich hoher Beliebtheit im Bereich der 8080er Prozessorenfamilie als auch deren konkurrierenden Verwandten wie dem uns bereits bekannten MOS-6502. Eine, damals wie heute, durchaus gängige Geschäftspraxis ist es, Software nicht komplett zu verkaufen, sondern zu lizenzieren, soll also heißen, dass der rechte Inhaber der Software für jede verkaufte Installation einen Obolus erhält. Wenn die Software erfolgreich ist, so sahnt man damit ordentlich ab. So war das auch mit Microsofts BASIC. Bis Bill Gates auf Jack Tramiel traf. Der unerfahrene Gates wollte an Commodore sein BASIC auch in Lizenz vergeben. Tramiel soll daraufhin erwidert haben, ich bin bereits verheiratet und legte $25.000 auf den Tisch. Gates willigte ein und so kam es dazu, dass Commodore BASIC von Microsoft als Komplettpaket kaufte. Wenn Gates damals schon gewusst hätte, welchen Erfolg Commodore mit seinen 8-Bitern und mit seinem BASIC haben würde, wäre er gewiss nicht darauf eingegangen und er wäre schon etwas früher Millionär geworden. Naja, solch ein Fehler unterlief Gates nicht noch einmal und unterm Strich ist es ja eigentlich auch wurscht, denn es hat der Erfolgsgeschichte von Microsoft ja auch nicht wirklich einen Abbruch getan. So kam es dann also zu Commodore BASIC, welches sein Debüt auf dem PET 2001 feierte und seinen Abgesang viele Jahre später auf dem C128 fand. Ein kleines Easter Egg hat Microsoft jedoch noch im ersten BASIC für Commodore versteckt. Gibt man Wait 6502,1 ein, so kann man sehen, wer hinter diesem BASIC steckt. Wenn etwas dokumentiert ist, dann ist das kein Fehler. Dies ist die eine Sichtweise, welche sich mit einer Schrulle des ersten BASICs auseinandersetzt. Dieses BASIC interpretiert nämlich eine Befehlszeile der Form if f or a gleich 1 go to 10 als nicht ausführbare Syntax if for a gleich 1 go to 10. Tja, die Macht der Leerstelle. Viele haben dies als einen Fehler in BASIC gesehen und ehrlich gesagt würde ich das auch als solchen bezeichnen, aber wenn es beschrieben ist, dann soll es kein Fehler mehr sein. Naja,
Das Massenspeichermedium des PET 2001 ist die Datasette. Für den potenten Geldbeutel hatte Commodore jedoch auch Diskettenlaufwerke im Angebot. Besser gesagt Laufwerksstationen. Denn diese Gerätschaften sind richtig große Klopper mit eigener Stromversorgung. Die Laufwerke gibt es im riesigen 8 Zoll Format und im 5¼ Zoll Format. Das erste in Europa erhältliche Diskettenlaufwerk Commodore 3040 bietet eine Speicherkapazität von 170 KB pro 5¼ Zoll Diskette und beherbergt gleich zwei Laufwerke. Natürlich war das Arbeiten mit Diskette damals ein unglaublicher Fortschritt im Gegensatz zur Kassette. Man hat wahlfreien, also unmittelbaren Zugriff auf die Daten und muss nicht erst langwierig hin und her spulen. Auch ist die Zugriffszeit deutlich kürzer. Speziell macht diese Laufwerksstationen jedoch ihre Eigenständigkeit, denn sie sind, wenn man so will, nicht nur einfach Laufwerke, sondern eigenständige Computer mit mindestens einem eigenen 6502-Prozessor. Mindestens deswegen, weil je nach Typ bis zu drei 6502 verbaut wurden. Dieses Prinzip der eigenständig arbeitenden Laufwerke, welches beim PET 2001 seinen Anfang nimmt, setzt sich bei allen nachfolgenden 8-Bit-Homecomputern von Commodore fort. Mit den originalen ROMs des PET 2001 ist übrigens kein Floppy-Betrieb möglich, da die IEEE-Busroutinen fehlerhaft waren. Das geht erst mit den Upgrade-ROMs, die Commodore sich natürlich auch bezahlen ließ. Da zu PET 2001 Zeiten diese Laufwerksstationen ungemein teuer waren, der Einführungspreis soll ca. 3.900 Mark gewesen sein, konnte sich diese Eigenständigkeit durchaus auszahlen, denn man kann mehrere PET 2001 an einer Diskettenstation betreiben. Die PETs und die Station werden per Parallelbus miteinander verbunden und so kommt jeder PET in den Genuss des flotten Datentransfers. Man könnte dieses Vernetzungsprinzip so ein bisschen als Großvater unserer heutigen NAS-Systeme bezeichnen, aber nur ein bisschen. Allerdings war man mit dem sogenannten Commodore Mehrbenutzersystem, kurz MBS, in diesem Fall mehr als gut beraten. Damit konnten sich bis zu 8 Rechner die Peripheriegeräte auf dem Bus teilen. Vom Prinzip her geht es so: Wenn ein PET auf ein Peripheriegerät zugreift, bleibt der Bus für die anderen Rechner blockiert, bis der erste ihn wieder freigibt. Außer Wartezeiten passiert also bei gleichzeitigen Zugriffen nichts. Hat man kein MBS und es erfolgt ein gleichzeitiger Zugriff, naja, dann knallt's eben auf dem Bus und es gibt Datengulasch, um es mal volkstümlich auszudrücken. Was auch geht und vielleicht noch kurioser anmuten mag: Man kann einen Befehl an das Laufwerk senden und dann das Buskabel abziehen. Das Laufwerk arbeitet den Befehl weiter ab. So kann beispielsweise eine Diskette dupliziert werden, ohne dass der PET dazu eingeschaltet sein muss. Oder, um es weniger dramatisch auszudrücken, wenn der PET einen Befehl an das Laufwerk gesendet hat, muss er sich selbst nicht mehr um die Durchführung kümmern, sondern steht dem Anwender wieder voll zur Verfügung, da das Laufwerk seine Arbeit selbstständig verrichtet. Dieses Feature konnte die Konkurrenz nicht bieten. Ein anderes Praxisbeispiel: Man kann in der Laufwerksstation ein eigenes Programm ablegen, welches eine Datei selbstständig zum Drucker schickt. Der Rechner ist dann frei, solange er nicht mit einem Peripheriegerät über den Bus kommunizieren wollte. Der war natürlich während des Druckvorgangs belegt. Es ist quasi ein Urahn der heutigen Druckerwarteschlange. Was hat es nun mit den unterschiedlichen Erscheinungsformen des PET 2001 zu tun? Dem Einvernehmen nach haben die ersten Modelle eine blaue Monitoreinfassung, ein blaues Typenschild, eine Datasette mit beigefarbenen Tasten und einen Schwarz-Weiß-Monitor. Diese Datasette war übrigens irgendein zugekaufter Kassettenrekorder, der nicht so recht passte. Was nicht passt, wird passend gemacht, also wurde ein Teil des nicht benötigten Batteriefachs einfach weggesägt. Spätere Modelle sollen dann eine schwarze Monitoreinfassung, ein schwarzes Typenschild, eine Datasette mit schwarzen Tasten und einen schwarz-grün Monitor erhalten haben.
Da aber Commodore schon immer Meister des "Wir verbauen das, was gerade da ist" war, würde es mich nicht wundern, wenn es von dieser Regel Abweichungen und sogar Vermischungen in den Designs gibt. Vor der ersten Yesterchips-Folge zum PET 2001 dachte ich ja auch, dass ich eines der ersten Modelle haben müsste, bis mir erklärt wurde, dass mein PET ein moderneres 3032-Board hat. Es kann nachgerüstet worden sein, sicher, es kann aber auch sein, dass der Rechner damals genau so verkauft worden ist. Tja, es wurde gefragt, hier ist die Antwort, der PET braucht im Betrieb etwa 56 Watt. Standby-Betrieb vorbildlich nicht vorhanden, wenn aus, dann aus. Was ihr nun aus dieser Information macht, ist eure Sache. Ich nehme sie zur Kenntnis und damit weiter zum nächsten Thema. Noch so eine Information, deren Wert eher fraglich ist. Das damals sehr futuristische Gehäuse des PET 2001 stammt von einem kanadischen Büromöbelhersteller, welcher damals rein zufällig ebenfalls Jack Tramiel gehörte. Das ursprüngliche Design stammt von Ira Velinsky und war im Original schön abgerundet. Da aber eine eckige Blechkiste deutlich günstiger in der Fertigung ist, wurde daraus das, was wir jetzt kennen. Ja, Büromöbelhersteller. Da kann man im Endeffekt nur froh sein, dass die Kiste nicht aus Eiche rustikal gedrechselt worden ist. Immerhin traf man aber den Geschmack dieser Tage. Die Maschine sollte futuristisch aussehen und verdammt noch eins, ja, sie tut es auch! Der PET 2001 hat in seiner magersten Grundausstattung nur 4 KB Arbeitsspeicher oder in heutiger Maßeinheit 0,000038 GB. Das klingt nach sehr wenig und das ist es auch. Wie wenig es ist, wird schnell klar, wenn man bedenkt, dass BASIC sich selbst nochmal etwa 1 KB von den Vieren abzweigt. Bleiben also nur noch etwa 3 KB frei für Programmcode. Und um die 3 KB mal zu verdeutlichen, der Bildschirm des PET fasst maximal 40x25 Zeichen. Man könnte nicht mal 3 ganze Bildschirmseiten vollschreiben, ohne die 3 KB zu sprengen. Es waren also etliche Kniffe und Künste gefragt, um Programmcode so platzsparend wie nötig und dennoch so effektiv wie irgend möglich zu gestalten. Aber selbst der Hobbycoder zu Hause hatte gewiss nicht lange Spaß mit den mickrigen 4 KB. Jedoch bot die Konkurrenz von Apple und Radio Shack eingangs auch nicht mehr. In Europa gab es Knatsch wegen des Namens. Philips hatte sich bereits den Namen PET gesichert und so konnte es hierzulande eben nur einen geben. Commodore lenkte ein und so blieb es in Europa bei nur einem PET 2001. Die sich an ihn anschließende Familie trug die Bezeichnung CBM, was nicht die Christoffel-Blinden-Mission ist, sondern Commodore Business Machines. Und damit war dann auch klar, wohin die Reise für einen Teil des PET-Stammbaumes gehen sollte, ab in die Geschäftswelt. In Europa fanden die direkten Nachkommen des PET 2001, die sogenannte 3000er-Serie, bereits freudigen Anklang in Büros und Schulen. Der richtige Durchbruch kam dann aber mit den nachfolgenden 4000er und 8000er-Serien. Größte Verbesserung aus meiner Sicht, endlich eine gescheite Tastatur. Eingebautes Kassettenlaufwerk hin oder her. Tippen muss man können. Da legt man sich ein Laufwerk auch gerne mal irgendwo nebendran, aber tippen, das muss einfach drin sein. Der Prozessor blieb bei allen Maschinen gleich, der 6502 mit einem gnadenlosen Megahertz. Den Arbeitsspeicher kann man an der Bezeichnung ablesen. Ein CBM 3008 hat 8 KB, ein 4032 hat 32 KB und ein 8096? Na? Genau, 96 KB. Als Kinder des PET 2001 können sich aber auch die Consumer Computer von Commodore sehen, allen voran der VC20, der erste Heimcomputer für den schmalen Geldbeutel. Auch in ihm arbeitet ein MOS 6502 Prozessor mit rund 1 MHz, 1,02 MHz in der NTSC-Version, 1,1 MHz in der PAL-Version und sein Betriebssystem ist, zu Bill Gates Leidwesen, Commodore BASIC.
Aus dem 6502 heraus entstand dann der 6510-Prozessor, welcher seinen internationalen Siegeszug auf Commodores Flaggschiff C64 antrat. Bis heute ist der C64 der meistverkaufte Computer der Welt und, so schätze ich, er wird es wohl auch bleiben. Wer glaubt, der 6502 sei ausgestorben, der sollte mal beim Mauser reinschauen. Western Digital legte im Jahr 2012 den 6502 unter eigener Bezeichnung W65C02S6TPG-14 wieder neu auf und derzeit, also im Jahr 2017, kann man den kleinen Racker für 7 Euro kaufen. Er ist PIN-kompatibel, hat jedoch nicht die illegalen Opcodes des echten 6502 und kann daher nicht als hundertprozentig softwarekompatibel bezeichnet werden. Computers for the masses, not the classes. Computer für die Massen, nicht für die Klassen. Also die gesellschaftlichen Klassen, ja, schon für die Schulklassen, aber halt nicht da für die Snobs, klar. Das war Jack Tramiels Leitsatz für Commodore. Er focht seine Konkurrenzkämpfe stets über die Preisschiene. Beim PET klappte es anfangs noch nicht so richtig, denn im Heimatmarkt USA blieb der PET hinter den Wettbewerbern Apple II und TRS-80 zurück, was die Verkaufszahlen zumindest anbelangte. Commodore setzte stets auf die Taktik, dass alle Bauteile aus dem eigenen Hause kommen mussten. So hielt man sich Klonanbieter vom Hals, etwas, woran IBM heute gewiss nicht gerne erinnert wird, in Hinblick auf ihren PC, den sie zwar entwickelt haben, sich aber dann das große Geschäft damit haben entgehen lassen müssen. Nachteilig ist aber bei einer protektionistischen, sogenannten vertikalen Integration, dass man keine zweite Quelle für die eigenen Custom-Chips hat. So bremsten Qualitätsprobleme, etwa die unzuverlässigen RAM-Bausteine von MOS, oftmals die Liefertreue bei Commodore. Auch war die Erweiterbarkeit durch diese Politik stark begrenzt. Nicht zuletzt wegen seiner offenen Struktur und des Erweiterungsbusses ging der Apple II als klarer Sieger aus dem anfänglichen Dreigestirn der ersten Homecomputer hervor. Drittanbieter boten Erweiterungssteckkarten an, unterboten sich gegenseitig im Preis und befeuerten gleichzeitig die Verbesserung der Hardware. Alles zur Freude des Endanwenders. So zumindest auf dem US-Markt. In Europa und vor allem in Deutschland hatte Commodore wahrlich einen Stein im Brett mit seinen CBM-Maschinen. Bis eben irgendwann IBM aufwachte und mit seinem PC alles plättete. Der PET hat gewiss weniger Publicity wie beispielsweise ein Amiga 500 oder ein C64, aber auch für ihn gibt es Hardwarebrücken in die moderne Welt. Eine davon ist das sogenannte PET SD Plus, welches an den IEEE 488 Bus angeschlossen wird. Wie der Name schon vermuten lässt, wird hier eine gängige SD-Karte als Speichermedium eingesetzt. Das Gerät ersetzt somit ein klassisches Diskettenlaufwerk, ganz ähnlich wie das HXC oder GoTek beim Amiga macht. Der Datenaustausch zum modernen Rechner, etwa einem Windows-PC, ist also gegeben. Tja, eigentlich wäre ich nun durch gewesen mit meinen Themen, aber da gibt's noch etwas Folklore, da muss ich einfach mit draufspringen. Es hält sich schon seit Homecomputer-Gedenken die Frage, besteht die Möglichkeit, einen Computer durch ein bestimmtes Kommando zu zerstören? Kann Software Hardware irreparabel beschädigen? Es entstand die urbane Legende vom Killer Poke. Angeblich soll der Befehl Poke 59458,62 einen PET 2001 zur Hölle fahren lassen. Tja, und ich soll euch nun den Glauben daran nehmen. Nun, ich habe mir einige Erklärungen dazu durchgelesen und allesamt beinhalten die Möglichkeit, dass sich zumindest der CRT-Monitor nach Verwendung dieses Pokes, sagen wir mal, nicht mehr ganz normal verhalten würde. Dieser Befehl führt bei den frühen PETs, also einem originalen 2001, dazu, dass sich die Textausgabe spürbar beschleunigt. Sonst nix. Bei moderneren PETs jedoch soll dieser Befehl zu einem unerwarteten Verhalten des Videochips führen, welcher dann tatsächlich den Monitor beschädigen kann.
Ich hab's nicht ausprobiert. Und nein, ich mach's auch nicht. Ich hab nur einen Pet. Zum Abschluss gilt mein Dank einmal mehr aufs Neue den bereits in den vorherigen Folgen genannten Usern aus dem Forum 64 und diesmal im Besonderen dem guten Toaster vom Verein zum Erhalt klassischer Computer. Der war nämlich so gut und hat mein Skript für diese Folge einem eingehenden Faktencheck unterzogen und so bin ich nun recht sicher, dass ich dieses Mal nicht ganz so viel Stuss erzählt habe. So. Das wär's nun zum Pet 2001 und auch zum Jahr 2017. Zum Jahresabschluss nehme ich es mir mal wieder heraus, ein bisschen was in eigener Sache zu sagen. Das große Lamento soll es allerdings nicht sein, denn für mich persönlich war 2017 ein sehr schönes und äußerst angenehmes Jahr. Nein, klagen kann und will ich an dieser Stelle nicht. Es gibt nur eins, was mich stört, und das sprach ich Ende 2016 auch schon an, die in meinen Augen absolut unmögliche, aber dennoch stattfindende Zeitverschwendung im Kleinen, aber gerade auch im Großen. Nennt mich naiv, aber ich dachte, dass so Themen wie globaler Klimaschutz, Abrüstung und das große Projekt Europa eine feststehende Basis hätten, auf die wir aufbauen können, von der wir aus Fortschritte erzielen können. Ja, 2017 zeigte aber, dass es diese Fundamente offenbar nicht gibt, oder zumindest, dass diese von gewissen Persönlichkeiten ungestraft in Zweifel gezogen werden können. Wohlgemerkt wieder Persönlichkeiten, die es in den nächsten 20 Jahren nicht mehr geben wird, weil uns die Natur von ihnen erlösen wird. Naja. Ich hoffe, dass ihr eure Ziele im Kleinen wie im Großen immer vor Augen habt und euch nicht ins Zeug reden lasst, wenn es um deren Umsetzung geht. Meine Güte, man lebt nur einmal, als Mensch, aber auch als Menschheit. Die Zeit an sich mag unendlich sein, aber unsere Zeit, die ist definitiv endlich. Ich freue mich auf 2018. Freue mich auf 5 tolle Homecons in Hanau und 2 hoffentlich nicht minder tolle Heincons hier in Heingrund. Ich hoffe ebenso, dass ich es an den 2 Terminen auch mal wieder nach Augsburg auf die Retropulsiv schaffen werde, denn alte Computer hin oder her, wegen denen nehme ich die Kilometer nicht in Kauf, sondern wegen den wunderbaren Menschen, die man auf solchen Treffen kennenlernen darf. Ich wünsche euch allen ein frohes Fest. Den obligatorischen guten Rutsch ins neue Jahr, lasst euch nicht ärgern. Tja, und wenn ihr jetzt aufgrund einer ausgefallenen Klimaanlage im Hochsommer auf unserer neuen Hochgeschwindigkeitsstrecke zwischen München und Berlin gerade mal wieder festsitzt und nichts Besseres zu tun habt, wie diese Folge euch anzuschauen, ja, dann gilt für euch halt auch wieder Adele, ciao und bye bye, euer Mick.